Guten Tag, mein Name ist Christoph Timm. Ich arbeite als Geschäftsfeldmanager für Umwelttechnik bei Hüsker Synthetik und möchte Ihnen in diesem Videocast gerne die aktiven Geoverbundstoffe vorstellen. Ein großes Thema, mit dem sich die Umwelttechnik heute konfrontiert sieht, ist der Umgang mit anthropogenen Schadstoffen, also durch den Menschen eingetragene Schadstoffe in die Umwelt. Die Bandbreite dieser Stoffe reicht von Diclofenac aus Schmerzmitteln und Salben, Pflanzenschutzmitteln bis hin zum sogenannten dreckigen Dutzend. Hierbei handelt es sich um eine Liste mit ursprünglich 12 Giftstoffen, die durch das Stockholmer Abkommen vom 22. Mai 2001 verboten und bis heute auf 26 Giftstoffe erweitert wurde. Hierzu zählen zum Beispiel polychlorierte Biphenyle, sprich PCBs, und polychlorierte Dibenzofurane, PCDFs. Schadstoffe gelangen auf unterschiedlichen Wegen in unsere Umwelt. Ein Eintragsweg sind klassische dreistufige Klärwerke, die nicht alle Schadstoffe aus den kommunalen, industriellen und Krankenhausabwässern trennen können. Ein anderer Eintragsweg sind die diffusen Quellen, zu denen die Landwirtschaft, die Infrastruktur, aber auch das Niederschlagswasser zählen. Der dritte Eintragsweg sind Altlasten. Hier wurde, teilweise aus nicht vorhandenem Wissen über den Effekt auf die Umwelt, ein Schadstoff entweder durch Lagerung oder durch einen Unfall in die Umwelt eingebracht. Alleine in Deutschland wird die Zahl der Altlasten und Altlastenverdachtsfälle auf ca. 320.000 Stellen geschätzt. Diese Flächen werden nach und nach erfasst, kategorisiert und je nach Situation vor Ort durch unterschiedliche Methoden saniert. Eine neue Methode für die Altlastensanierung, aber auch um den Eintrag von Schadstoffen so nah wie möglich an der Quelle zu verhindern, sind aktive Geoverbundstoffe. Der besondere Bestandteil dieser Mattensysteme sind Aktivstoffe, die es ermöglichen, Schadstoffe zu binden. Diese Aktivstoffe sind in ihrer eigentlichen Form meist schwer in Baumaßnahmen zu integrieren, da sie entweder granular sind, was einen Einbau erschwert, oder den Umwelteinflüssen, beispielsweise aufgrund geringer Stabilität, nicht gewachsen sind. Genau diesen Nachteil heben die aktiven Geoverbundstoffe auf, denn sie kombinieren die Widerstandsfähigkeit von Geotextilien mit der Bindungskapazität der Aktivstoffe. Der erste Aktivstoff, den ich vorstelle, ist das ölabsorbierende Polymer. Dieses hat die Eigenschaft, Öle und auch ölbasierte Produkte wie Benzin, Diesel und Kerosin durch Absorption in sich zu binden. Es lässt Wasser passieren, während Öl fest gebunden wird und eignet sich damit unter anderem besonders für das Trennen von Öl-Wasser-Emulsionen. Wenn die aktive Polymerschicht vollständig gesättigt ist, kann auch kein Wasser mehr durch das Material fließen. Somit ist auf einen Blick zu erkennen, ob noch Bindungskapazität vorhanden ist oder nicht. In Deutschland ist der Geoverbundstoff auf der Liste der erfolgreich geprüften Ölbindemittel der Göck-Liste geführt. Je nach Stärke der aktiven Schicht kann der geotextile Verbundstoff bis zu 7,3 Litern Öl pro Quadratmeter binden. Eine Anwendung ist in Gleisbetten, Wartungsbereichen, als Ölbarriere im Wasser und in vielen weiteren Situationen möglich, um einen Ölantrag direkt am Eintragspunkt zu verhindern. Aktivkohle als ein weiterer Aktivstoff ist ein heute weit verbreitetes Adsorptionsmittel. Die Anwendungen reichen von der Trink- und Abwasseraufbereitung bis hinein in die chemische Industrie. Aktivkohle bindet eine Vielzahl von Schadstoffen, teilweise bis zu 2000 Milligramm pro Gramm. Der Grund für diese Funktionsweise liegt in der sehr hohen inneren Oberfläche des Materials. 5 Gramm können die gleiche Oberfläche wie ein Fußballfeld aufweisen. Dies liegt an der hochporösen Struktur des Kohlenstoffgrundgerüstes, welches aus drei unterschiedlichen Porentypen besteht, den Makro-, Meso- und den Mikroporen. Wie die prozentuale Verteilung der einzelnen Poren aussieht, hängt im Wesentlichen vom Ausgangsstoff der Aktivkohle ab. Die typischen Ausgangsmaterialien sind Holz, Steinkohle und Kokosnussschale. Die Porensysteme verschieben sich hier zu einer immer feinporöseren Struktur. Diese Struktur hat maßgeblichen Einfluss auf die Effektivität der Bindung unterschiedlicher Schadstoffe. Daher ist häufig eine Vorabuntersuchung empfehlenswert, um die geeignetste Aktivkohle für einen bestimmten Anwendungsfall zu identifizieren.
Die Anwendung ist bei Altlastensanierung beispielsweise als Abdeckung für belastete Sedimente in Gewässern, aber auch im Deponiebau, Verkehrswegebau, der Schlammteichabdeckung und vielen mehr möglich. Der Aktivstoff natürliches Calciumphosphat bindet unterschiedliche Schwermetalle, beispielsweise Blei, Uran, Cadmium und Zink, fest an sich. Die Schwermetalle bilden Kristalle auf der Oberfläche des Aktivstoffs. Diese sind sehr stabil und bei normalen Bedingungen nicht mehr löslich. Somit ermöglicht dieser Stoff, die Migration von Schwermetallen in die Umwelt zu verhindern. Zusätzlich zu der Bindung von Schwermetallen puffert das Material seine Umgebung auf einen pH-Wert von 7. Die Anwendungsbereiche liegen bei dem aktiven Geoverbundstoff mit natürlichem Calciumphosphat in der Lagerung von schwermetallbelasteten Böden bzw. der Altlastensanierung, beim Grundwasserschutz direkt am Eintragspunkt und im Deponiebau. Die drei vorgestellten Aktivstoffe bzw. die aktiven Geoverbundstoffe decken bereits ein breites Anwendungsspektrum für den Umgang mit anthropogenen Schadstoffen in der Umwelt ab. Der Kern der Tectosil Active Produktfamilie liegt in der Individualisierung der Produkte, zugeschnitten auf die speziellen Anforderungen, die vor Ort vorliegen. Dies betrifft die aktiven Materialien und auch die verwendeten Geotextilien, bei denen je nach Bedarf auf das gesamte Spektrum der Hüsker-Geotextilien zurückgegriffen werden kann. Ich hoffe, diese Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten.